Outlander heißt der Familienkombi im Hause Mitsubishi. Ich fahre hier das weiße Modell in der Ausstattung top, in der 4WD-Version, die mit dem 2,2 Liter Turbodiesel mit 150 PS motorisiert ist und ein kräftiges Drehmoment von 380 Newtonmeter bietet. Mein Testwagen ist mit dem manuellen Sechsganggetriebe ausgestattet, welches in der Abstimmung sehr gut mit dem Leistungsangebot des Dieselmotors harmoniert. Insgesamt ist die Übersetzung lang und sparsam ausgelegt. Im sechsten Gang werden bei 2000 Umdrehungen bereits Geschwindigkeiten von über 120 km/h erzielt. Diese längere Übersetzung im Vergleich zum ebenfalls mit sechs Gängen ausgestatteten Automatikgetriebe macht sich in der Höchstgeschwindigkeit und im Verbrauch positiv bemerkbar, obwohl der Outlander mit Automatik in einem früheren Fahrtest nicht schlecht abschnitt. Die dieselangetriebene Allradversion in der Ausstattung top mit Lederausstattung und großem Navi-Infotainment und 7 Sitzplätzen bietet Mitsubishi bereits für unter 35.000 Euro an.